Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wie immer in Alpha 15, oder das heißt wie immer, aber immer noch. Und ich spiele mit dem Nexus zusammen. Hallo. Und die Ruby haben wir ja auch noch reingelassen. Hallo, die haben wir Den reingelassen. Faustus lassen wir nicht rein, Wow, weil der ist ja noch nicht hier. ja, ich bleib, wo ich bin. Der Markus, dich habe ich doch gesagt. Ja, Ja. ja. Ey, wieso gehe ich denn hier Dann hoch? geh doch zu euch. Ja. Geh doch zu euch. Ja. Nein, wenn Faustus hier ankommt irgendwann, falls er uns Krieg dann doch die vielleicht mal Fresse. findet oder wir ihn finden oder so, dann darf man natürlich hier auch einziehen. Natürlich. Ich habe mal eine Frage, ne? Frag. Ach du Scheiße. Die Spider-Zombies, ne? Die laufen noch immer auf allen Vieren irgendwie, ne? Ja. Gut, dann ist auf dem Berg, glaube ich, einer. Kann aber auch ein Kriecher sein, Wo oder? bist du denn? An der Mauer. Ich habe mich hier hochgestellt und ich hatte ja eben gesehen, dass ein paar Zombies den Berg runtergekommen sind. Und von weit weg habe ich eben, der ist so auf allen Vieren gelaufen. Könnte auch ein Kriecher sein, aber das sieht man so schlecht. Hier in die Richtung, in die ich laufe jetzt gerade? Ja, jetzt müsstest du schon hoch. Ich sehe den da, der kriecht da rum. Sieht aber aus wie Da. ein Spider, oder? Er ist ein Spider. Die sehen halt immer aus wie Adam Sandler, ne? Ja, hab ich noch nie drauf geachtet. Du Adam Sandler, Mann? Ey, mach mal Wenn einen der Witz. Böder sagt. Wie Wieso kommt der macht denn da hin? er denn keinen Witz, wenn ich ihn frage? Hallo? Sir? Achso, Sir. Ruby, unten Ja? ist noch zum Beispiel eine Hose und sowas alles drin. Und hier ist zum Beispiel sowas, guck mal. Oh, da. Danke. Was ist das? Oh, eine Mütze. Danke. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, dass ihr nicht alte Omas sehen wollt, wenn die nackt rumrennen, aber. Ja, muss nicht sein. Nee. Also, Ungern ich hatte zumindest. Wir nichts mussten mehr jetzt schon die ganze gefunden, Zeit deswegen. FSK anmachen hier wegen dir. Ja. Ja, ehrlich jetzt? Ja. Oh. Einfach zu dreckig. Guck mal, er meckert über mich, weißt du, von wegen, dass ich hier alles doppelt reinpacke, ne? Ich gucke jetzt gerade zufällig in die erste Kiste und in die vorletzte und er hat in beiden Eimer Dünger drinne. Ey, Dünger wusste ich noch gar nicht. Da habe ich eben jetzt einen in irgendeine Kiste gepackt. Da Ja, hat dann. ja, ja, ja. Oder hier sind die Halt. ganzen Samen drin, weißt du, er packt die da vorne in der ersten Kiste. Ja, weil da sind die also so wie ich sortiere, habe ich die Samen auch immer mit in der Essenskiste halt. Würde ich aber auch machen, glaube ich. Es ist ja kein Ja. Essen. Ja, aber Nee, das wird aber. dazu. Ja, klar, aber das dauert, das muss man anbauen, etc. Ja, Sich aber um dann. kümmern. Man macht's ja schon, ne? Nee, noch nicht. Ich würde aber Mist, Samen auch ich. da reintun. Okay. Jo. So ganz unten in die letzte Reihe. Ich nehme ich auch. Und weil ich den Samen alle zusammen haben wollte, habe ich natürlich die Baumsamen, packe ich dann auch da rein. Ich weiß, das wird auch kein Essen, aber. Also man könnte auch Baum essen, wenn man will. Die Ja, toll. Baumsamen sind aber auch schon woanders. Deswegen, ich kenne halt deine Oh, Sortiertechnik nicht. ja, die Warum sind sind in hier der so. Supply-Kiste mit dem Hammer. Ich kriege hier gleich ein Kind. Was ist denn das hier? Schon wieder? Schon wieder? Was? High five. Lustig. Ja, lustig, ja. Fanden wir Ja. jetzt schon. Ja. Könnt ihr mal. Alter. Achso. So, ich muss wieder darüber schwimmen jetzt. Boah, treffe ich diesen Scheiß, höre ich nicht. Die ist zu hoch, zu niedrig. So, warte mal, ist das Ey, wir ungefähr müssen uns richtig? dringend irgendwie was überlegen, ey. Die machen die Mauern immer mehr kaputt, ey. Ja, wir Ja, müssen und. halt endlich Zement machen und so und das Seil zu machen. Ja. Also ich kämpfe hier gerade draußen mit ein paar Zombies. Wäre nett, wenn ihr aufkommen Ja, würdet. okay, ich dachte, du kommst alleine klar, aber nee, natürlich wieder nicht. Nein, nein. Bin Wow! gerade ziemlich weit weg. Das hat mich voll erschrocken. Das wollte ich auch so. Ach so. Sonst ist das ja langweilig. Ja, stimmt. Wieso? Ich schwimme gerade wieder und schwimmen, 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 schwimmen. schwimmen.
Einfach schwimmen. Oh Mann, ist das weit, ey. Ist das eigentlich normal, dass wir bei jeder Aufnahme irgendwas singen müssen? Ja, weil wir halt ziemlich musikalisch sind. Ja, total. Ja, wir sind musikaler Mongos. Auf jeden Fall. Mongos? Ja, das ist die Steigerung von Mascara Mongos. Was? Die sind immer noch Zombies irgendwo. Also ich habe auch noch einer. Weiß ich nicht, wenn du zu viel geistigen Dünnpfiff im Kopf behältst, ne, und das nicht rauslässt, dann platzt du irgendwann, weißt du? Und du bist vor, ne? Bei dir ist das jetzt schon so weit, oder? Ich lasse das ja immer gerne raus. Fortgeschrittener, ne? Naja. So, ich habe auf jeden Fall schon mal eine Idee, wie wir das ein bisschen minimieren können, dass die auf die Mauern zurennen. Ich mache jetzt schon mal Spikes. Oh ja. Weil irgendwie müssen wir ja was machen. Vor allen Dingen eben die Frontmauer sozusagen, da wo wir eigentlich die ganze Zeit kämpfen. An der Front. An der Front vorne. Ja. Das Ding ist, die kommen von. Also da, wo wir rausgehen, ne? Ja, das meine ich ja genau da. Und von rechts und von links auch. Ja. Von rechts halt auch ziemlich oft. Ah, gut, und von links auch ziemlich oft. Also es bleibt sich alles gleich, glaube ich. Wäre es nicht auch besser, wenn wir immer die Zombie-Leichen hier wegmachen irgendwie? Wollte nicht. Ja, ich kenne jemanden, der hat mal behauptet, dass das besser ist, aber. Den kennst du, glaube ich, auch. Ja, ich kenne den auch. Aber nenn mal einen Namen, bitte. Nee. Ich weiß halt nicht, ob das stimmt oder nicht. Mich auch nicht. Aber ich hab's mal liegen lassen, es hat nichts gejuckt. Es hat nichts gejuckt. Ja, es ist uninteressant, irrelevant. Die verschwinden ja sowieso irgendwann. Ja. Ja, aber ich finde das eklig. Und ich finde, wenn du auf die rauftrittst, das so ein geiles Geräusch. Das bremst dich voll. Eklig. Ja. Ja, okay, das schon, das aber. Stimmt. Das nervt, deswegen mache ich jetzt Leichen weg. Ruby, der Leichenschreck, macht jetzt die Leichen weg. Ja. Ja, dann mal los. Oh, Mano. Mit der Gabel und mit dem Messer geht es immer wieder besser. Oh Gott, jetzt geht's los hier. Ich brauch Stein. Ja, es ist schon wieder sehr spät. Oh Mann, ey. Das Doof ist natürlich, diese Spikes dauern ewig lange, bis sie mal fertig gecraftet sind. Richtig ätzend. Ja, das dauert echt richtig lange immer. Und eben 100 Holz pro Spike, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, die wollen die einigermaßen. Ja, die Lexus? Sind schon besser als diese bunten Teile. Hast du da Steine? Nö. In der Tasche? Oh, Mist. Oh. Aber ich kann eben welche holen, wenn du willst. Wenn du reingehst, dann. Achso, gut. Nee. Danke. Wie viel willst du denn haben? Auch 5 nur. 5, weiß ich, ich hacke schon 20 Steine. Ne, sind nur 16, aber egal, hier liegen sie. Danke. Das ist super nett. Kein Problem, wieso brauchst du Steinachse oder was? Ja. Da. Hier. Voll. Danke. Das hättest du mir auch eher sagen können. Meine sind besser als meine. Echt? Mhm. Das wundert mich jetzt irgendwie. Warum? Ja, weil du ja auch schon einige gemacht hast wahrscheinlich. Normalerweise müssten die eigentlich fast gleich sein. Nee, das ist aber nicht. Komisch. Das ist schon der hier, ne? Glaube ich, ist auch mal ein bisschen Holz, war. Ja, ich mache halt Holz und dann hau ich immer direkt ein paar Spikes raus. Ist so, weiß ich nicht, 1000 Holz habe, kannst ja 10 Stück rausmachen. Muss mal vorstellen, 1000 Holz kloppen, ey, und dann kannst du sogar mal 10 so Dinger bauen. Ja, ne? Ja, das ist schon echt traurig, ne? Ja. Und die sind nur einen Block groß, wenn die jetzt wenigstens, sag ich mal, was weiß ich nicht, 3x3 Blöcke groß werden oder sowas, dann okay, ne? Kein Thema. Dann vielleicht, ja. Ja. Ich glaube, mein Knochen ist gebrochen oder so. Ja, das würdest du aber dann sehen.
Ja, Mit der Symbolik. da ist so ein Knochenzeichen, aber. Na dann. Boah, ich loote hier gerade das Haus auseinander. Du lootest das Haus auseinander? Wo bist du denn überhaupt? In der Wüste. Unglaublich, weißt du, er ist ganz da hinten irgendwo und wir beide kümmern uns um die Base hier. Das ist so typisch Wöhlern. Nächste danken. Kein Problem. All safe. Auch er mit seinen Saves, ey, ist doch eh nur Müll wieder drin. Ja, echt, ey. Ich um mein Safe. Okay, es dauert jetzt 2 Stunden. Und 5 Steinäxte. Nee, ich Ach, habe doch schon fünf? die Eisenpicke. Meinst du, mit 5 kommst du weit? Weiß nicht, wenn die schon 500er sind. Na gut, das stimmt, aber. Nee, meine Steinäxte sind so 56, also die ich jetzt habe zumindest. Auf Garte, ich glaube auch 52 oder so. Oder keine Ahnung, Ruby hat die. 56 hatte ich eine. Ah, okay. Oder Ach, 58 ich sogar? habe gar keine Axt mehr. Ja. Wie weit ich jetzt habe, ist 56. Oh Mann, ey, das dauert so lange. Aber 1000 habe ich ihn schon abgezogen. Er ist halt wichtig. Ich dachte, oh geil, das Haus konnte ich ja eben nicht looten, weil ich mein Inventar schon voll war. Ja. Deswegen bin ich nochmal zurückgegangen. Vielleicht finden wir hier eine Branch, weißt Ja, ist alles richtig, mein Gott. du? Looten ist schon wichtig. Vielleicht. Wenn 2 Stück sich um die Base kümmern, kann der dritte ruhig looten gehen. Also ich muss alles alleine machen. Ja, das ist das ja, weißt du. Wenn du alleine bist, dann geht das halt nicht. Dann musst du wirklich sagen, okay, heute looten, morgen Baseaufbau oder was weiß ich nicht, ne? Und zwischendurch muss man auch mal jagen gehen und Ja. so. Und fischen. Aber es geht Fischen. eigentlich. Aber Fischen, genau, Fischen. warum gibt's das nicht? Ja, Fischen, das ne? finde ich auch ein bisschen schade. Und eine Angel bauen, das wäre auf jeden Fall mal ein Ding, ne? Wird bestimmt in einem von den nächsten Alphas irgendwann mal implementiert, meint ihr nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wäre doch. Nee. Kann ich mir Also gut die Highlights vorstellen. haben wir ja schon gesehen für die Alpha 16 und. Er muss ja nicht die 16 sein, kann auch die 17, 18 oder 19 sein nachher, weißt du? Ja, Aber 20. So, Ruby. irgendwann. Ah? Guck mal, ich habe hier jetzt schon mal angefangen mit den Stacheln. Ja. Ich mache erstmal nur so eine Reihe, aber dann so ringsrum. Hier, ne? Ja. Und dann auch hier vor dem Tor natürlich. Und auch bis hier hinten hin. Müssen wir dann aufpassen, wenn wir rausgehen, dass wir dann erstmal hier oben drüber laufen. Na, und dann hier hinten irgendwo runtergehen. Okay, ja Dass klar. die ganze Seite erstmal hier einmal mit Stacheln voll ist. Na, weil hier, die hat ja schon voll viel gelitten hier, die Wand. Ach nee, können wir ja nicht. Ne, Brauchen wir ja brauchen ja Zement. Zement. Ei, ei, Baumeister Nexus. Ach, du kriegst dein Baumeister Nexus, ey. Ja, hä, warum? Oh, Ich meinte das alter eigentlich nur Finne. so, dass du weißt, wo du die hinsetzen kannst, wenn du welche machst. Ja. War doch nur lustig gemacht, Mann. Nee! Dieser Mädchen, zieh den Rock bloß aus. Nee, Mann. der steht mir. Da ist ein Reh! Oh, hä, Der wolltest du steht ihn mir, da nicht? ist ein Reh. Guck mal, Renn doch Reh, nicht mein weg! Kleinchen! Du sollst dir sein Kleinchen angucken. Ey, wenn die Oh losrennen, Mann, Alter, da dann war siehst du echt nur so nur eine Scheiße. Weiß-Arsch-Antilope. Wo war nur Scheiß drin? Ja, in dem Tresor. Das hat Faustus doch gleich gesagt. Ja. Hättest du mal Faustus. Faustus gehört. Faustus hat aber gar keine Ahnung. Wie kannst du sowas sagen? Herrlich. Oh mein, Schlimm. das ist nicht. Also, das Also finde ich habe auch ich jetzt. eine 481er Also, Putz. ich würde sagen, wir schließen Wödern Putz. jetzt aus. Ja, der kann ja mein Haus benehmen. Ja. Faust, du Nein. kommst dann jetzt sofort bitte hier hin. Ich sag dir gleich die Koordinaten. Weil das ist mein Bunker. Ihr könnt alle nach Nee, Hause. nee, 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 jetzt ist vorbei. Wir sind hier in Überzahl. Ihr könnt mich mal an den Pube schmatzen. Ja, Nein, mache ich danke. gerne. Da setze ich mich gleich auf mein nicht vorhandenes Minibike und komme rüber gedüst. So, neue Axt gebastelt und dann ist der Chick. Sollte auch mal wieder ein bisschen Holz besorgen. Ja, ich bin die ganze Zeit nur am Holz fällen, wieder craften, Holz fällen, craften. Das geht mir Aber ich schon muss auf den demnächst Nerven. mal richtig leise gehen. Ich muss Klamotten, ey. Ich kann ja nicht nur hier von Bäumen und Steinen leben, ey.
muss mal richtig auf Reise gehen. Unbedingt. Alter, das Haus ist doch voll der Reinfall, ey. Und die fetten Safe stehen und was packen die da rein? Müll. Manche mögen Müll. Ja. Hallo Hähnchen. Du wirst jetzt sterben. Wenn es kriegst. Nein, bitte nicht. So, auseinandergenommen. Oh. Zwei Fleisch und viele Federn. Ja, Federn. Ach, was, jetzt wollte ich schon Federn. Pfeile brauche ich so. Wollt Federn eingeben? Ja. Kann ich scrappen? Das kann ich auch scrappen. Bauen wir nochmal 250 Pfeile. Ja, mal eben so. Ist ja auch. Ist ja nix. Dann komme ich so auf 650 Pfeile, die ich dann hab. Ich muss meine Box austracken oder zumindest hier das Bird. Weil es sonst zu warm wird, ey. Ach, hier sind ja noch Setzlinge. Komm, ich kann ja mal Bäume setzen gehen in der Zeit, ey. Ja, ich habe jetzt gerade keine Axt und keine Picke. Mann. Oh, hier ist schon wieder ein Vogelnest. Hallo. Das ist ja auch eins. Ey, die sind ja alle noch nicht gelootet, ey. Direkt in meinem Haus. Das ist doch gut. Ja, klar. Ich habe ja nicht schon 600 Pfeile. Wooden Spikes, oder? Ja, Wooden Spikes. Die kleinen, die gleich am teuersten sind. Die anderen sind ja Woodlock Spikes, ne? Ja, die sind aber scheiße. Ja, leider schon. Ja, das sieht manchmal so aus, als würden die da einfach drüber marschieren, ne? Ja. Also wieder ein Nest, ey. Ich hab einmal 10 Setzlinge gemacht, ey, und schon wieder 30 Federn anstellen. Jo, kann man mal machen, ne? Ja. So unnormal, ey. Ja, schade. Keine Range? Ja. Ja, dann würde ich mal einfach sagen, dass wir das nächste Mal, den nächsten Tag, Tag 12, vielleicht nur damit verbringen, hier alle drei Woodspikes zu machen, um die Base ein bisschen sicherer zu kriegen. Dass wir so zwei Reihen so haben, sag ich mal. Und dann vielleicht an Tag 13 dann mal losgehen in die Stadt da. Und dann natürlich vorher hier noch ein paar Federn und so weiter sammeln. Ist jetzt nur ein Vorschlag. Dunkel. Ja. Hört sich gut an. Aber ich komme nicht mit. Ja, okay. Das musst du ja nicht. Nein, ich will nicht. Finde ich ist voll gemein von dir. Ja, ich meine, wenn er nicht will, dann will er nicht. Hat er Pech gehabt. Ja, ganz genau. Muss man akzeptieren können, ja, oder? Ja, genau. Ja, man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Richtig. Genau. Wow. Wer will denn noch Glück haben? Also ich nicht. So. Hier ist auch noch. Ah, ne, den Rucksack hatte ich schon. Scheiße. Hier ist noch ein Topf und ein Dingens. Noch ein Dingens. Boah, meine Axt ist ja immer noch nicht fertig. Und die 250 Pfeile da. Kann ich noch was scrappen? Das und das. Kann man eigentlich aus zwei Ranch irgendwie eine neue machen? Ja. Oder? Doch. Wenn du eine Werkbank hast. Ja. Dann kannst du die da reinlegen. Das ist dann, wie nennt sich das? Werkzeugstück A und Werkzeugstück B ergeben gleich Werkzeugstück C. So ungefähr. Das sind die Slots, ja, ja. Ja. Ich erinnere mich. Kombi! Viele? Ja. Und 3-4 Stück. Ach, hier sind ja nochmal 72 Federn in der Kiste. Ja, leck mal, Arsch. Kann ich ja gleich nochmal. Spiegels? Nicht Spiegels. Hey. Federn? Pfeile, mein Gott. Nochmal 106. Ja, dann hab ich über 750. Da kommt noch so ein Zappeliger von den 90er. zappelt so, als wenn er immer Trends hört. Da kommen noch so zwei Muddis. Hey, Mutter! Geht!
Oh, noch einer, ey. Hier kommen die ganze Zeit immer welche, ne? Ja, was denn? Der zappelt und zappelt und zappelt. Der hört bestimmt hier Love Parade oder so. Right. Ja. Der hört noch Parade. Der ist Love Parade Fan, fertig. Ja, Ruby, der ist schon tot. Du brauchst dich noch mal schießen. Der Pfeil war schon gespannt, Mann. Ja, und dann drückst du einmal 1 oder 2, was du eben noch so als Slot hast. Und dann ist der Pfeil nicht weg. Wie lange das dauert, bis Faustus uns gefunden hat. Darauf bin ich auch mal gespannt, Mann. Gespannt, ja. Mann? Hey, da vorne, Mama. Hallo, Mama. So, heute nicht mehr. Hey, du hast meine Mama umgebracht. Ja, tut mir ja leid. Willst du das Loot-Zeug haben hier? Nein. Ach, dann eben nicht. Geh doch rein. Ich esse Katzenfutter. Also, ich habe gut ein paar Federn mitgebracht, ne? Und jetzt habe ich auch schon wieder 165. Ja, das ist schön. Nee. Ich habe eine Kreischerin hier irgendwo, oder? Hab ich doch gerade eine Kreischerin gehört? Da läuft was. Jo. Geh kaputt, hey, du blöde Sau. Na klar. Oh, Kopf weggesprengt. Bist du schon wieder zu Hause? Nee, noch lange nicht. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem bei der Folge aufhören. Ja, weiß ich nicht. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Wieso, was wolltest du denn sagen? Ne, wegen den Stacheln, damit du eben Bescheid weißt, dass du nicht einfach da runter springst, beziehungsweise eben einfach reinrennst, wenn es gleich dunkel wird. Aber wenn du noch nicht da bist, dann kann ich dir das gleich sagen. Also, alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Oder das machen wir alle sogar. Schaut bei den anderen mal vorbei. Die liebe Ruby und der liebe Nexus haben ja sich die ganze Zeit um die Base gekümmert und die Verteidigungswerte in die Höhe getrieben. Der Faustus, ich habe keine Ahnung, was er macht. Wahrscheinlich ich habe Kämpf gerade gegen Zombies. Wahrscheinlich alles, was wir auch machen, bloß alles alleine. Er ist halt der richtige Survivalist. Ey, wenn ihr da reingucken wollt, macht das gerne. Die Kanallinks von den anderen stehen alle unten bei mir drin in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und sind raus. Ciao. Ciao. Tschüss.